Hermann Leier, president of the Technik Museum Sinsheim in Baden-Württemberg, is at the wheel of a roaring monster. The infernal machine is called Brutus. An aircraft engine applies 750 horsepower to four thin wheels on wooden rims. Wenn der Motor läuft, das ist eine Sensation. Und wenn anzieht, der kann vor Kraft nicht laufen, der kriegt die Kraft nicht auf die Straße. Der zieht an und dann bist du im Banne der Motoren. Und dann musst du gucken, wie die Sache zu Ende bringst. Also wenn du deinen Gefühlen freien Lauf gibst, dann passiert was. It took 8 years to get Brutus up and running. Hermann Leier and other Museum Association members started work on one of the exhibition's highlights in 1998. They mounted a historical 47-liter aircraft engine on the chassis of a vintage American La France motor car from 1907. Der Motor stand da. Wie ist das, wenn der fährt? Wie macht das? Und wir haben die Restauration ein paar Mal abgebrochen, weil wir Angst gehabt haben, was das Auto mit uns macht, weil der Motor ist gebaut worden, um zu fliegen, und wir benutzen ihn zum Fahren. Before heading out, Hermann Leier wires a horseshoe to the radiator grill for good luck. Öffnung immer nach oben, dass das Glück hineinfallen kann. Und heute regnet es, und ohne Hufeisen setze ich mich nicht in das Auto. Wir schlupfen in den Motor rein und wir sitzen in dem Motor drin. Und das Auto besteht ja nur aus Motor. Das Herz klopft ein bisschen, mahnt zur Konzentration. So nach dem Motto, macht keinen Blödsinn. Auto will einen ja ständig umbringen, ich weiß auch nicht. Hat er an sich. Dekompression ziehen, dann können wir schon starten. Nobody knows exactly how fast the car can go. Not even after 15 years of attempts to set new records at the airfield in Speyer and a nearby test track. Das Auto ist schneller, wie du dich zu fahren gebrauchst. Wenn ein Engländer kennt, der war über 70, hat sein Leben schon gelebt. Der ist in Boxberg auf dem Boschgelände 200 gefahren. Das war schon mal ganz gut. Mit den schmalen Reifen hat es halt immer hin und her gedrückt. Wir warten jetzt auf einen, der sagt, ich getraue mich so schnell zu fahren, wie das Auto läuft. Ist halt blöd, wenn dann ein Reifen platzt oder so, oder wenn die Kette reißt. Und du musst ziemlich genau wissen, bis wohin du gehen willst. Das Auto ist unlimitiert. Das ist nach oben offen. Once a year, Brutus fans come from all over Europe to Speyer, southwest Germany, for an activity weekend at the Technology Museum. And Brutus shows off his strength to the audience. The monster has attracted over 500 million followers worldwide on social media. Generell ist es so, dass das Auto unvernünftig ist, dass es wild ist, dass es nicht gezähmt ist. Die Leute haben so ein genormtes Leben, dass so ein Wagen, der ein bisschen außerhalb der Norm liegt, Faszination ausübt auf die Leute. Sometimes Hermann Leier tries to cruise along with Brutus through the countryside on specially blocked off roads because the vehicle is not street legal. But at the end of the day, when he climbs out, he's quite exhausted. Ausgepowert irgendwo. Man ist ein bisschen nervlich ausgepustet. Weil es gefährlich auf den Weg, die sind sehr schmal. Da neigt er immer zum Abfliegen und die Kerzen gehen durch das Langsamfahren ein bisschen zu. Dann, wenn er Zündung kriegt, will er halt vorwärts, dann wird es gefährlich. Jeder fürchtet sich in dem Auto, der eine früher, der andere später. Und dann hört man auf und dann weiß man wieder, wo man hingehört. Und dann ist man ganz brav und geht schön abends ins Bettchen und freut sich des Lebens. And fortunately, even a trip in what may well be the world's most dangerous car comes to an end at some point.